In diesem Video geht es um Wirecard, aber es geht vor allem um die Deutschen. Denn es ist doch auffällig, dass es schon lange Vorwürfe gegen Wirecard gibt, aber die Behörden in Deutschland nicht etwa diese Vorwürfe geprüft haben und dann eben diese Dinge entdeckt haben, die bei Wirecard jetzt zum Vorschein gekommen sind, sondern dass man diejenigen verfolgt hat, die eben diese Dinge untersucht haben, nämlich Journalisten auf der einen Seite, vor allem aber Leerverkäufer, Shortseller auf der anderen Seite. Und das ist kein Zufall und hat sehr, sehr viel mit der deutschen Mentalität zu tun. Ich versuche hier mal einen kleinen historischen Abriss über Wirecard und die Deutschen, zugegebenermaßen ein etwas ungewöhnliches Video, was aber auf der anderen Seite wieder auch sehr viel mit mir zu tun hat, denn ich bin ja eigentlich gelernter Historiker und habe mich viel mit solchen Dingen beschäftigt, um die es jetzt gleich geht. Aber starten wir erstmal hier mit der Kasteiung, mit der Selbstgeißelung des BaFin-Chefs Hufeld, der gesagt hat, ja, wir haben versagt, deutsche Institutionen haben versagt, das sei eine Schande für Deutschland. Nun ja, das ist es sicherlich, gar keine Frage, aber es steckt eben etwas Tieferes dahinter und das will ich Ihnen in diesem Video zeigen, was eigentlich da dahinter steht. Das ist übrigens auch Angelsachsen aufgefallen, dass es hier weniger eigentlich um einen Fehlen von Regulation gibt, von Regulierungsmaßnahmen gibt. Die Deutschen sind ja bekanntermaßen sehr, sehr gut reguliert durch Aufsichtsbehörden etc., die BaFin ist eher streng, wenn es darum geht, hier sich um Finanzunternehmen zu kümmern. Aber es gab eben schon seit Jahren Menschen, die davor gewarnt haben, was da eigentlich abläuft bei Wirecard. Und die wurden nicht ernst genommen, sondern es wurden eher diejenigen unter Druck gebracht, die sich hier um die Aufdeckung so mancher Ungereimtheiten versucht haben zu kümmern. Und hier zum Beispiel eine Erklärung eines Tweets, eines Twitter-Kommentars, der sagt, ja, wären die Deutschen nicht so starke Nationalisten, dann hätten sie nicht der Financial Times, die ja immer wieder solche Vorwürfe erhoben hat, nicht vorgeworfen, sie wollten ein solides deutsches Unternehmen zerstören. Hätte man also die Vorwürfe der Financial Times, die sich teilweise nur um bestimmte Brandherde gekümmert hat, aber das eigentliche Feuer gar nicht entdeckt hat, hätte man sich um diese Vorwürfe gekümmert seitens der Aufsichtsbehörden und auch seitens der deutschen Öffentlichkeit, die davon auch nichts wissen wollte, seien wir mal ehrlich, dann hätte man vielleicht festgestellt, dass da einige Dinge schief liegen. Das eigentliche Problem wird von der Financial Times angesprochen. Die sagt nämlich, es ist in Deutschland eben, gilt als gut, wenn man Langfristinvestor ist, und es gilt als böse, wenn man Shortseller ist, wenn man also auf fallende Kurse spekuliert. Ich halte das schon immer für totalen Unsinn, denn diese Shortseller, diese Leerverkäufer, die decken Übertreibungen auf, legen Finger in die Wunden, die zeigen, was schiefläuft bei manchen Unternehmen und können so eben manchmal wirklich auch Betrugsfälle aufdecken. Muddy Waters zum Beispiel in den USA hat viele chinesische Firmen enttarnt, die betrügerische Machenschaften an den Tag gelegt hatten in den USA, gelistete Waren, Umsätze völlig überzeichnet hatten. Und auch denen wurde vorgeworfen, zunächst mal, Mensch, ihr seid doch üble Gesellen, aber faktisch haben sie dann dafür gesorgt, dass diese Unternehmen aufgeflogen sind, diese betrügerischen Unternehmen. Und die Financial Times sagt hier richtig, ja, das ist sozusagen hier ein Problem der deutschen Mentalität ein Stück weit, der deutschen Behörden. Es ist selbst in der Finanzcommunity in Deutschland irgendwie so, dass Shortseller, dass Leerverkäufer, dass auf fallende Kurse zu spekulieren als böse gilt. Ich will in diesem Video, wie gesagt, mal gucken, woran das eigentlich historisch liegt, dass dem so ist. Und das begann im Jahr 1873. Kurzer Flashback. Im Jahr 1871 erfolgt ja die Reichsgründung. Deutschland wird Deutschland, aus einem vorher völlig chaotischen Staatenverbund, wird ein deutsches Reich durch den deutsch-französischen Krieg, den die Deutschen gewonnen haben. Die Deutschen als Gewinner des Krieges sagen den Franzosen, ihr müsst aber Reparationen bezahlen. Das tun die Franzosen. Es fließt also sehr, sehr viel Geld nach Deutschland. Und dieses Geld sorgt für eine Spekulationsblase. Es entstehen Firmen, es entstehen Projekte, die komplett kreditfinanziert sind. Es entsteht also so eine Art Euphorie an allen Fronten. Es wird nicht mehr wirklich geguckt, was ist was wert, eine kleine Parallele zu der Zeit, sondern wo kann man investieren, was ist richtig heiß, was ist besonders toll. Und diese Blase platzte im Jahr 1873. Und das hat große Folgen für die deutsche Mentalität gehabt. Die Börse crashte und es folgte dann eine große Depression, jahrelang.
ging gar nichts mehr in der Wirtschaft und dann entstand die Frage, naja, wer ist da eigentlich schuld an dieser Geschichte? Und da kam man zuerst auf die Juden. Es entstanden nämlich sehr schnell antisemitische Parteien, die also praktisch nur ein einziges Ziel hatten oder ein einziges Thema hatten, nämlich die Juden sind schuld oder seien schuld angeblich an dem, was hier passiert sei, nämlich an diesen Spekulationsblasen, die entstanden seien. Und das schien für manche Zeitgenossen glaubhaft, deshalb, weil die Juden erst kurz vorher aus dem Ghetto sich haben befreien können im Rahmen der Aufklärung, wenn man so will. So ab Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt das immer mehr, dass sozusagen die ehemals in diesen Ghettos zusammengepferchten dann eben auch vor allem ins Geldgewerbe gehen. Das war schon im Mittelalter so, dass sozusagen nur diese Bereiche nicht von Zünften reguliert waren, sodass die Juden eben dann zunächst mal in diesem Geldgeschäft vor allem ihr täglich Brot haben erwirtschaften können. Und es war natürlich eine gewisse Überrepräsentanz von jüdischen Menschen eben in diesem Geldgewerbe. Also hat man mit dem Finger auf die gezeigt und gesagt, Mensch, das sind doch diejenigen, die schuld sind. Und das verfing besonders eben bei Menschen, die ihre wirtschaftliche Situation oder deren wirtschaftliche Situation sich radikal verschlechterte. Die Verlierer also dieser Gründerkrise des Jahres 1873 und folgende. Und wie gesagt, es entstanden antisemitischen Parteien, vor allem Handwerker, das untere Bürgertum war für solche Botschaften empfänglich. Das ist vielleicht ein kurzer Anstoß erstmal, wie diese ganze Geschichte hier begann. Dann hatten wir im Jahr 1979, 1879, nicht 1918, 79 bis 17. Jetzt bin ich ganz durcheinander. 1879 bis 1881, so muss es heißen, den Berliner Antisemitismusstreit, hervorgerufen durch Heinrich von Treitschke, einem Historiker, der sagte, ja, es sind doch wirklich die Juden schuld an dieser ganzen Geschichte. Und damit kam das Wort Antisemitismus in Umlauf, wurde sozusagen zu einem allgemeinen Begriff. Dieser Begriff wurde von Wilhelm Marr im Jahr 1879 das erste Mal geprägt. Und im Gefolge dieser Gründerkrise entstand wirklich der Antisemitismus als Ideologie. Da nämlich wurde unterschieden zwischen einem raffenden, gierigen, blutsaugenden jüdischen Finanzkapital und einem deutschen Wesen, das durch Handarbeit, durch ehrliche Arbeit in irgendeiner Form hier sein Geld verdient. Das hat der Zionismus übrigens dann aufgenommen. In zionistischen Schriften heißt es immer wieder, wir wollen Landwirtschaft betreiben, wir wollen zeigen, dass wir auch durch Handarbeit in der Lage sind zu existieren. Das ist also ein großer Zusammenhang, der damals entstanden ist. Und seitdem gilt den Deutschen Spekulation als etwas Schlimmes. Ich hatte mal im Jahr 2014 schon einen Artikel über Uli Hoeneß, die Deutschen und Spekulanten geschrieben. Also ein paar Jahre her schon. Aber es ist eben so, dass die Deutschen eben wirklich total spekulationsfeindlich sind. Was ist Spekulation eigentlich? Spekulation ist eine Wette auf Zukunft, wenn man so will. Und das ist den Deutschen schon irgendwie immer verdächtig. Deswegen hat man auch lieber Bargeld, lehnt diese Kartenzahlungen ab. Arbeit ist nur das, was durch Hände passiert. Arbeit ist nichts, was im Kopf passiert. Dabei ist Kopfarbeit eigentlich heutzutage die entscheidende Arbeit und nicht die Händearbeit. Jedenfalls schrieb ich damals, dass praktisch eben dieser erste Börsen- oder dieser Börsencrash 1873 dann Auslöser war für diese Spekulationsfeindschaft, die dann gleich mit Antisemitismus verbunden war. Nachdem aber die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren hatten, galt der Antisemitismus als Tabu, aber die Spekulationsfeindschaft ist geblieben. Dementsprechend halten nach wie vor fast alle Deutschen etwa Short-Spekulationen, Spekulationen auf fallende Kurse für etwas extrem Verwerfliches. Das ist in kaum einem anderen Land, ich kenne eigentlich kein anderes Land, in dem das wirklich so der Fall ist wie in Deutschland. Es hat sich also tief in die deutsche Mentalität eingeprägt, diese Entwicklungen nach dem Jahr 1873. Ich hatte unter anderem zu diesem Thema im Jahr 1998 schon ein Buch geschrieben, Moderner Antisemitismus. Ich habe mich ein halbes Leben mit jüdischer Geschichte, Antisemitismus, Nationalsozialismus, Holocaust beschäftigt und kam dann erst später zu Finanzthemen. Daher verzeihen Sie mir diesen kleinen Flashback. Aber es zeigt eben, dass es kein Zufall ist, dass eben die deutschen Behörden dann eher sofort mit dem Finger auf die bösen Spekulanten zeigen, statt erstmal den Vorwürfen nachzugehen, was könnte da eigentlich dran sein an dieser Geschichte mit Wirecard. Da hat keiner in irgendeiner Form was investiert, Zeit investiert, Arbeit investiert, sondern man hat sofort Journalisten verklagt, hat die Shortseller
versucht zu dämonisieren, hat die Wirecard-Aktie vom Shorthandel ausgesetzt, es durfte also nicht geschortet werden, etc., weil man eben gesagt hat, das sind böse Short-Spekulanten, die böse Gerüchte über eine solide deutsche Firma in Umlauf bringen. Und natürlich, es war einer der wenigen Highflyer, Tech-Highflyer, die wir hatten in Deutschland. Und diesem Tech-Highflyer geht es jetzt an den Kragen und vor allem seinen Protagonisten, nämlich CEO Braun. Der hat erstmal natürlich als größter Aktionär, als größter Einzelaktionär, 7% hatte CEO Braun an Aktien. Und er hat die teilweise auf Marge gekauft, hat also nicht das ganze Geld hinterlegen müssen, das er da investiert hat, hat das also teilweise kreditfinanziert gemacht. Und durch den Fall der Wirecard-Aktie hat er jetzt auch ein finanzielles Problem. Und Wirecard insgesamt hat ein Problem, weil die Bank of China jetzt überlegt, ob man zum Beispiel die Kredite cancelt. Und wenn eine Bank die Kredite storniert, die Kredite fällig stellt, dann werden andere Banken es auch tun und dann ist Wirecard platt. Aber Wirecard zieht jetzt Konsequenzen auch. Da ist zum Beispiel Jan Marsalek praktisch außerordentlich gekündigt worden. Und Markus Braun und Marsalek müssen wohl mit Haftbefehlen rechnen, wie hier die Süddeutsche und der Standard schreiben. Und es gab schon Auffälligkeiten eben lange vorher in Sachen Wirecard. Das 250 Millionen Rätsel des Börsenmonats Wirecard titelte etwa die Wirtschaftswoche schon. Das Manager-Magazin, sorry, Anfang 2017. Es gab also immer wieder solche Dinge, die eigentlich darauf hindeuteten, dass dieser Anbieter von oder dieser Zahlungsabwickler, der angefangen hatte in der Porno- und Spielebranche, also schon eine leicht dubiose Herkunft hatte, dass da etwas nicht stimmen könnte. Und nach wie vor, und das gilt bis heute, wird die Politik nicht müde, wie Olaf Scholz zu sagen, ja, wir haben doch alles richtig gemacht. Das ist letztendlich auch ein Versagen eben des deutschen Finanzministeriums, in dem die BaFin, die Aufsichtsbehörde, angesiedelt ist. Und Scholz hat heute nochmal gesagt, nein, nein, die haben einen super Job gemacht, haben alles richtig gemacht, sowas kann halt mal passieren. Naja, es ist wirklich die Frage, ob so etwas passieren kann. Schauen wir uns abschließend mal an, was die Wirecard-Aktie heute so getrieben hat und wir sehen, ja, da sind wir ein bisschen weiter abgestürzt auf 13,84 Euro. Die Frage ist, kann das Unternehmen überleben? Das ist die große Frage. Große Player wie IKEA, Aldi wickeln Zahlungen über Wirecard ab. Das ist schon echt der Hammer. Kurzer Blick noch auf die US-Indizes. Da sehen wir hier S&P 500 bei 3116. Was macht der DAX? Der ist bei 12.311, entwickelt sich schwächer als die Amerikaner. Wir sehen, dass Gold gestiegen ist, jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, aber immerhin bei 1755 und Crude Oil ist aktuell sogar über der 40er Marke. Also, das war mal ein kurzer Abriss in die deutsche Mentalitätsgeschichte hinein und das hat viel damit zu tun, dass die Deutschen ebenso spekulationsfeindlich sind, dass man sagt, naja, wenn solche Vorwürfe kommen, dann sind diejenigen, die diese Vorwürfe erheben, schuld und nicht sozusagen das Unternehmen, das hier im Verdacht steht, bestimmte Dinge vielleicht falsch gemacht zu haben oder betrügerisch zu sein. Das ist etwas typisch Deutsches. Und die Ursache dieser Mentalität, dieser deutschen Mentalität, liegt im 19. Jahrhundert. Daher mal ein kurzer Verweis auf bestimmte Zusammenhänge. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen und wünsche einen wunderbaren Feierabend. Servus und ciao.